Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Und ja, wir befinden uns immer noch im ersten Oblivion-Tor, aber wir sind auch fast durch, wir sind auch schon fast ganz oben. So, wir haben ja in der letzten Folge noch unser Level abbekommen, also sprich Lauf der letzten Folge. So. Ah, die Viecher mag ich gar nicht hier, die sind diese Beschwörer-Dinger. Yay, weil die. Blöde an denen ist, die fliehen. Ah, bleibst du wie? Das meine ich. Ich hasse das. Ha! Ich habe sie sogar noch erwischt. So, was hat der? Ah, der hat einen Federtrank. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Eine unreine Perle. Das habe ich auch mal mit. Aber seht ihr erst, dass ich hier. Das wiegt mir aktuell ein bisschen zu viel. So, wir müssen hier nämlich durch die Portale benutzen. Und wir wurden gesehen. Von wem? Ah, von dem Scump. Komm her, Kleiner. Und Schütz verbessert. Wunderbar. Ulala, was haben wir hier? Ein Claymore des Brennens. Ah, verdammt, das wiegt viel zu viel. Aber gut, dann müssen wir die billigen Weine. Ich weiß nicht. Soll ich das mitnehmen? Boah, ich habe viel zu viele Alchemie-Sachen. Ja, das kann ich nicht tragen. Scheiße. Okay, was passiert, wenn wir jetzt ein bisschen Alchemie-Sachen machen? Also ein paar Tränke mixen. Ich guck mal. So. Einfach mal so zwischen den Folgen hier. So. Apfel, ja, ich kann schon einige Sachen machen. Mil oh, kann die Milch sehr willkommen. Mir fehlen noch so viele davon. Scheiß drauf. Blutgras mit Nektar. D3-Herz mit. Damit. Gute Steinpilzes, das geht nicht. Ektoplasma. Damit geht auch nichts. Flachssamen. Magicka wiederherstellen, auch ganz nett. Geht der Skinsing. Mit dem Knochenmehl. Ja, wunderbar. So, Steinpilzes, das geht nichts mit. Auch nichts mit. Ah, mit den Weintrauben. Knochen, aber Knochen hatten wir glaube ich schon. Die Koboldgalle. Ja, lecker. Wer will da schon eine Galle futtern? Oder schlürfen? Okay, Rest geht glaube ich nicht. Nektar. Pfingstrosensamen. Ne, das war's. Naja, gut, ein bisschen haben wir weniger, aber wirklich viel gebracht hat es jetzt aber auch nichts. Scheiße. Trank der Feder. Ja, gut, den können wir mal kurz für eine Weile schlucken. Wo es wahrscheinlich nicht viel nützen wird. Aber wir müssen am besten jetzt unser Level up machen. Wir müssen auf Stärke skillen. Ah, Moment, du kannst mal Maus wieder neu justieren, so. Ja. Düster und tief. So.
Hat der 3 Herz bestimmt nicht. So, jetzt sind wir eigentlich, glaube ich, so weit ganz oben. So, haben wir sonst noch hier oben jemanden? Ich glaube, hier ist kein Dremora mehr, ne? Ne. So, mal sehen, was wir hier für Kreaturen haben. Ich spanne schon mal den Pfeil wieder. Also den Bogen spanne ich so rum. Ich weiß, wir sind zwar nicht sehr effektiv mit Schleichen, weil wir schwere Rüstung tragen. Ich weiß. Aber man kann ja trotzdem die Fähigkeit damit steigern. Oh ja. Erwisch ich. Na komm. So, der ist weg. Okay, das. Einfach mit. Bleibst du hier? Genau das meine ich. Die versuche immer abzuhauen und das hasse ich an diesen. Das sind auch schlimmer, die aber die Beschwörer oder allgemein Magier, den man so in ja, irgendwelchen Festungsruinen, Höhlen oder Minen mal findet. Oh, nee. Okay, mittlerweile habe ich echt genug Zeugs. Okay. Ah, Mist, der Federtrank ist gleich abgelaufen. So. So, jetzt sind wir hier am Siegestall. Hier gibt es einen kleinen Trick. Wir machen am besten immer einen Quicksave. Und da kann man sich immer halt die besten raussuchen. So, aber da gibt's, aber weil wir noch aktuell niedrige Stufe sind, dürfte eigentlich jetzt nicht kein gutes rauskommen. Ja. Also F9. Aber ich suche aber trotzdem schon mal das Bestmöglichste dafür rauszubekommen. Ach. So, was kann der? Leben entdecken. Untote vertreiben. Na, nicht unbedingt. Licht. Feuerschaden an Schlag. Licht, Licht, Licht. Licht. Nee, komm, wir laden nochmal. Ich guck mal, ob es noch bessere gibt. Schockschaden, Schock widerstehen. Nein. Am besten sowas wie irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, Fehler vielleicht oder Infravision wäre auch ganz gut. Mit etwas Glück kriegen wir das. Das kann noch ein bisschen was dauern. Das mache ich jetzt nur einmal in der Aufnahme. Bei anderen Oblivion-Toren will ich das rausschneiden. Aber nur mal für das erste Mal mit ihr seht, ja, wie das halt geht. So. Nein. Ah, ich weiß nicht, ob wir schon so welche bekommen. Wie gesagt, wir sind noch relativ niedrige Stufe. Ich glaube, die besten Sachen kriegen wir, glaube ich, erst mit Stufe 17, glaube ich.
Ah, komm, nehm mir Licht und Feuerschaden für den Anfang mal. Ich glaube, das Beste kriegen wir erstmal, glaube ich, nicht. So, ich habe das Tor geschlossen, indem ich den Stiegelstein, der das Tor innerhalb Oblivions verankert, gestohlen habe. Ihr sollt es halt wie an Martius mitteilen, dass der Weg nach Quatsch hinein nun offen steht. So, bevor wir mit ihm jetzt mal quatschen, wir gehen mal kurz runter zum Lager. Oh, ich hoffe, das geht noch alles. Und machen dort unser Level ab schnell. Bevor der Fehlerzauber oben links, den Quatsch oben rechts abklingt. Ah, ich hoffe, das schaffen wir, hoffe ich noch. Oh, fuck, fuck. Hey. Oh Gott, aufpassen. Ah, okay, das wird scheiße knapp jetzt gerade. So. Ja, hier können wir schlafen. Moment, erstmal, ich heile mich kurz vor voll. Er ist für die Fertigkeit, der ist mir zu schwer belastet. Ich kann einfach nicht einschlafen. Ich lege mich hin und schließe die Augen, aber ich denke an nichts anderes. So. Schlafen eine Stunde. Und damit sind wir Stufe 5 sogar schon. Alles, was sie tun, läuft einfach ein bisschen leichter, instinktiver, zufriedenstellender. Es ist, als besäßen sie plötzlich schärfere Sinne und Instinkte. Gut, 5 auf Willenskraft, 3 auf Intelligenz und wir haben zwar auf anderen auch 3, aber wir machen erstmal Stärke. So, ah, ich bin aber immer noch zu schwer belastet. Shit. Um 8 Kilo. Ja, das ist jetzt ein bisschen nervig. Machen wir es mal so. Dieser Geruch macht mich noch fertig. Ihr habt das Tor geschlossen. Das sind die ersten guten Nachrichten seit langem. Ich glaube, mit der konnte man handeln. Ja, genau. Sagt, was ihr zu sagen habt. Ah, fuck, jetzt habe ich die bestochen. Scheiße, das wollte ich nicht. So, das magst du. Es ist sehr nett. Ja, ja, redet nur weiter. Es ist... Oh, bitte. Oh, doch. Das ist... Das ich nicht... Nichts als leere Worte. Ja, ihr macht mir keine Angst. Der ist klasse. Wie geht der nochmal? Das ist wirklich cool. Das ist ja lieb. Da das bin ich. Der ist klasse. Wie... Das... Nichts so. Als leere Worte. Perfekt. Quatsch. Ich möchte nicht darüber sprechen. Ich erinnere mich nicht sehr gut. Ich erwachte von Schreien und vom Feuer. Ich bin gerannt. Ich hatte Glück. Ich habe überlebt. Meine Freunde hatten nicht so viel Glück. So, die kann uns schon mal unser begabt. Verzauberten Gegenstände reparieren. Kommen wir zum Geschäft. So, der 200 Gold. So, vielleicht können wir ein bisschen mit der falschen. Gehen wir mal so für den Anfang so auf erstmal 40%. Obwohl, wirklich, scheiße, wirklich handeln können wir mit der ja gar nicht. Den Preis kann ich. Macht mir ein besseres. Ah, Mark geht auch nicht. Okay, jetzt hat sie gemacht, dann gehen wir mal auf 36%. Das kann ich nicht machen. Okay, 35% mehr geht nicht. Verdammt, ja, es ist ein bisschen. Ja, komm, verkaufen wir mal ein paar Pfeile. Verkaufen wir mal so. Ein 60 Geschäft. Stück. Beerdung. Reicht das schon? Schön. Ah, noch nicht ganz. Ihr habt das. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen, Cyrodiil. Ich weiß nicht, ob ich das Claymore mal behalten soll. Wir vielleicht mal ein bisschen mit zwei nicht rum rumspielen, rumhantieren. So, jetzt aber, oder? Lebt. Ja. So. Ach komm, warum nicht? Benutzen wir mal den zwei, ne? Wohl. Ha!
So, auf jeden Fall sind wir jetzt Stufe 5. Ah, das heißt, die Hälfte haben wir schon mal geschafft. Ja, mit Stufe 10 können wir uns ja endlich den Skelettschlüssel holen. Juh, dann guck ich mal kurz. Genau, zurück zu Salvia Martius. Mal gucken, meine Fertigkeiten im Übrigen. Oh, wir haben immer noch schnell. Ah, wir haben Schnelligkeitsschaden. Müssen wir mal in eine Kapelle gehen. So, Waffenschmied haben wir schon auf 38. Ja, wohl noch 12 Stufen, dann können wir schon unsere magischen Gegenstände selbst reparieren. Geht auch relativ fix. So, Schütze 34, Schwerrüstung 34, Zerstörung habe ich auf 31. Wiederherstellung habe ich am höchsten, wie ich das sehe, 40. Ja, nicht schlecht. Ungewöhnlich, dass es gerade hier so sonnig ist. Normalerweise, wenn man nach Quatsch geht, fängt das immer hier an zu regnen. Jedes Mal. Gut. So, schauen wir mal auf die Zeit. Ja. Da komme ich sagen, das passt jetzt gerade so schön. Beende ich diese Folge an der Stelle jetzt hier. Und beim nächsten Mal sprechen wir dann mit Salvia Martius. Jo, bis dann.